Hallo und herzlich willkommen zum Dienstagswetter auf dem Wetterkachelmann-Channel von YouTube oder eben auch zu lesen auf dem Blog von wetterkachelmann.wordpress.com. Und die 15 Tage kommen auch noch am Ende und es gibt noch einen separaten Film dann darüber, was ist eigentlich seriös bei den Langfristvorhersagen. Es gibt ja Scharlatane auf dieser Welt und furchtbare Medien, die es auch noch abdrucken, die dann im März sagen, so wird der Sommer. Und die, die das gemacht haben, die haben gesagt, jetzt in der zweiten Julihälfte wird es 40 Grad geben in Deutschland. Man spürt schon draußen alles Schwachsinn. Heute Morgen war es im Gegenteil zum Teil nicht weit von 0 Grad entfernt im hohen Fenn. Und am Dienstagmorgen, da ist es dann mehr so, toll, so jetzt bleibt es oben, Richtung Osten. Also Heidmühl im Bayerischen Wald oder Morgenröte Rautenkranz. Die Menschen im Osten wissen, da ist der Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn aufgewachsen. 4 Grad morgen früh und in Bodennähe dort nicht weit von 0 Grad entfernt. Die Entschädigung dafür allerdings ist dann ziemlich sonniges Wetter am Vormittag. Mit jedem Kilometer Richtung Westen allerdings sind die Wolken häufiger und ganz Richtung Westen gibt es auch schon mal am Vormittag die ersten schüchternen Schauer. Der Nachmittag dran, weiter in diese feuchte Luft, kommt noch ein bisschen weiter Richtung Osten voran. Dort viele Wolken, wenig Lücken, dazwischen ein paar Schauer. Dann kommt so ein paar Streifen, wo es bewölkt ist, Wolkenlücken, aber kaum Schauer. Und dann weiter Richtung Osten angehängt der Streifen, in dem eigentlich nicht viel passiert, mehr Sonne als Wolken und trocken. Und das ist auch das Prinzip am Nachmittag, ein paar dichtere Wolken dann ganz Richtung Südosten im sächsischen, brandenburgischen Bereich. Dann ganz im Norden ist es auch ganz nett. Dann kommt der Streifen, wo es am freundlichsten ist und Richtung Westen die Schauer und Richtung Südwesten werden dann am Nachmittag und Abend die Schauer dann auch ein bisschen heftiger und örtlich dann Blitz und Donner mit dabei. Temperaturen, man sieht schon, dass es im Prinzip aufwärts geht. Es ist jetzt nicht der schreiende Juli mit der Hitze, aber immerhin wieder verbreitet über 20 Grad. Sachsen-Anhalt zum Teil auch bis 24 Grad, nur an der Küste noch ein bisschen frischer und auf der Zugspitze nicht weit von 0 Grad entfernt. Dann noch wieder die Sache mit der 15-Tages-Vorhersage. Das ist jetzt das Beispiel für Frankfurt und es gibt wieder ein bisschen Hoffnung. Man sieht hier im Laufe der Zeit, dass es zwar dann immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt ist, das ist diese leicht gezackte Linie in der Mitte. Für die genaue Erklärung bitte einfach frühere 15 Tage Vorhersagen mal angucken. Aber dann mit der Zeit immerhin schon mal die Möglichkeit gegeben. Man sieht ein paar graue Linien, die auch Richtung hier, Richtung Hitze ausschlagen. Also im Gegensatz zu früher ist es nicht mehr vollkommen ausgeschlossen, dass dann irgendwann mal in der ersten August Dekade der Sommer richtig zurückkommt. Im Moment ist noch nichts fix, aber es ist nicht mehr 100% ausgeschlossen und das ist doch auch schon was. Tschüss.